Und die heutige Reise startet in Antep beim Friseur. Die Haare sind wieder frisch. Ich bin ziemlich zufrieden mit dem Haarschnitt. Jetzt geht's dann gleich nach Adana, um in Adana Adana Kebab Spieße zu essen. Ihr habt es euch gewünscht. Jetzt habe ich mir gedacht, fahren wir nach Adana und probieren sie dort. Und dann kann ich euch sagen, ob sie wirklich dort am besten schmecken. Das kannst du noch nicht sagen, Alter. Das sag ich auch nicht. Lukas G ist auch am Start und bereit für die Reise nach Adana. Wen haben wir eigentlich noch dabei? Emre. Bombo Clan. Und Josh Kun. Hier hatten wir noch Pizza-Freunde. Das Video habt ihr schon gesehen, falls noch nicht, dann checkt es gerne ab. Google sagt, das ist die beste Pizza in Gaziantep. Teşekkürler. Bye bye. So Freunde, die Reise kann beginnen. Wir fahren nach Adana. Circa 1,5 Stunden sind wir jetzt auf den Straßen unterwegs, auf der Autobahn, sanfte Straßen. Sanfte Straßen? Wie lange fahren wir noch? 20 Minuten. Ja, ja, bevor du nass wirst. Eieiei, was geht ab? Freunde, wir sind da in Adana. Schaut dieses Restaurant, Wahnsinn! Merhaba. Merhaba, merhaba. Komm, sing it again. Josh, gut. It's photo time. Yeah, take this music. Spaß. Das ist ein cooles Restaurant, gell? Ja, Mann. Ich sehe das zum ersten Mal in der Türkei. Ja, Mann, das feiere ich auch. Mundspülung, Deo, alles. Die denken mit, falls man Date hat und Deo vergessen hat. Alter, die haben sogar Handcreme mit Avocado. Ja, Freunde, auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Restaurant. Cool mit Pflanzen gearbeitet. Sieht einfach schön aus, schön dekoriert. Und ja, feiere ich den Laden. Schauen wir mal in die Küche. Das Restaurant wird neu eröffnet. Ja. Da haben wir es, Adana in Adana, Freunde. Wir hocken uns gleich an den Tisch, wir werden eine größere Runde sein. Schauen wir mal, wie das Adana in Adana schmeckt. Ja, Freunde, das war's mit dem kurzen Blick in die Küche. Kuss geht raus, jetzt essen wir gleich. Tisch wird langsam voll hier, Freunde. Schaut euch diesen schönen Tisch bis jetzt schon mal an. Spieße kommen gleich. Ich weiß nicht, wie viele verschiedene Fleischsorten. Salate, Pide, Lahmacun, Joghurt, Granatapfelsalat. Natürlich sind wir heute hier, um die Adana-Spieße zu probieren in Adana. Kannst du mir mal bitte erklären, warum man bei den Türken nie den Tisch sehen darf? Die stellen so viele Teller drauf, dass der Tisch einfach weg ist. Ich weiß es selber nicht. Ich lebe seit 4 Jahren in der Türkei und ich check's immer noch nicht. Das Ziel ist, dass du nichts mehr vom Holz siehst. Egal, auch wenn der 5. Salat auf den Tisch kommt, von der gleichen Sorte. Die sehen auch cool aus, gell? Ja, was soll ich euch sagen? Meine Damen und Herren, das ist mal eine Platte, würde ich sagen. Eine Tafel. Ein paar Sekunden später. Bevor wir natürlich Adana probieren, ihr wisst, Leute, das Wichtigste ist Chicken. Ist mit einer der zartesten Chicken Wings, die ich je gegessen habe. Geil, Mann. Das Problem ist, ich sehe noch keine Adana-Spieße. Du? Ich sehe Adana, aber keine Adana-Spieße. Meine Damen und Herren, wir probieren dieses rote Getränk. Sawuji. Schmeckt nach rote Beete, ja. Ist gut? Nein, ich wollte Chicken Wing Wettessen Trick zeigen. Test bestanden, Alter. Wow. Kein Fleisch mehr dran. Mach mal hier mit. Ganz kurz zur Aufklärung. Hier haben wir einmal Pistazienkebab. Hier ist der Adana-Spieß. Wings. Ich weiß nicht genau, was das ist. Eine Art Pide mit Käse. Lahmacun. Wir werden das Adana-Kebab jetzt erstmal
ohne Brot probiert. Ananas jetzt wirklich deutlich besser als die anderen, so, die du also gegessen hast. Bisher schon. In den meisten Städten machen sie es immer so trocken und so dünn. Wir probieren Ananas. Schocki sein. Es ist ein bisschen fettiger. Auch recht grob. Alnazik işte. Al, bura alnazik var mı? Al fıstık ya baba, efsane ya. Aldık. Dein Lieblingsessen ist da, ja? Dann auch noch mit Pistazien gebacken. Der Kollege hat gerade meine zwei Lieblingsgerichte aus der türkischen Küche vereint. Ali Nasi Kebab und den Pistazien Kebab. Du bist der Mann. Das ist geisteskrank. Es ist sogar leicht scharf und sowas. Mit Brot. Der Chef persönlich bereitet gerade einen Bissen für den Herrn vor. Für dich? Für dich? Für dich? Nein. Ein bisschen du, ein bisschen ich. Sag von der anderen Seite. Das ist wieder diese Süße. Es ist auch dieser Granatapfelsirup, gell? Jedes Mal, wenn ich zurück in die Türkei komme, weiß ich, warum ich zurück in die Türkei komme. Wow. Nirgendwo wie hier in der Türkei fliegen so viele Flugzeuge. Essen in deinen Mund. Feierlich. Fast, Rudi, dreh. Du hast gezoomt schon wieder mit deinen Riesenfingern. Gut angekommen in Adana, Freunde. Das war ein kurzer Einblick. Für tiefere Einblicke wisst ihr, bei wem ihr zuschauen müsst. Bei dem Herrn hier. Tiefere Einblicke? Nein, oder? Nein. Struggling. Struggling. Stark. Nächstes Dessert. Eins nach der Reihe wird hier hingestellt. Ja, ist geil. Ist, ja. So eine 7 von 10 würde ich sagen. Das hier ist frisch käseartig mit Kürbisgelee außenrum. Das ist doch kein Eis. Ich habe gedacht, das ist Eis. Ich habe diese Creme gegessen mit Kratten. Das war richtig geil. Wir haben Adana Kebab in Adana gegessen. Und natürlich werden wir noch vieles weiteres essen, was alles bei Lukas auf dem Kanal zu sehen sein wird. Für alle, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, das dürft ihr jetzt gerne machen. Jetzt schauen wir uns das komplette Restaurant an. Schaut euch mal das an. Tretet ein. Eieieiei. ESPN, Alter, er kann UFC hier schauen und so. Was geht ab? Schau mal, wie nah der Beamer an der Wand steht. Ey, oh mein Gott, ich glaube, wir schauen jetzt ein Video von dir, Bro. Wenn die Welt ein Haus wäre, wäre der Antipp die Küche. Ich weiß nicht, wie groß ich es gelesen habe, aber der Satz ist auf jeden Fall eng geblieben. Ein paar Sekunden später. Das Intro haben wir jetzt angeschaut und das war's wieder. Es geht weiter, Freunde. Die Türkei liebt Lukas. Aufregender Tag, hä? Ja, Mann, auf jeden Fall. Willkommen in Adana. Herzlich willkommen. Schön. Sag mal nochmal Geldim. Aus Geldim. Aus Geldim. Aus Geldim. Adana. Wenn du Brötchen will. Geben wir das? Ja, geben wir. Teşekkürler. Teşekkürler abi.
Hahnkebab in Adana. Morgen ist die offizielle Eröffnung. Wenn das Video rauskommt, hat der Laden schon offen. Wir waren jetzt sehr, sehr viel unterwegs. Um abschließende Worte zu finden für dieses wunderschöne Restaurant, Hahnkebab, mitten an einer Straße, Tankstelle direkt daneben, die gehört anscheinend auch dem Besitzer, an einer Hauptstraße gebaut. Nicht, also von Antep sind wir jetzt 2 Stunden hierher gefahren. Das Essen war überragend. Ich finde, der Adana-Spieß heißt nicht umsonst Adana, er kommt aus Adana und schmeckt hier auch sehr gut. Aber man findet ihn sicher auch noch an anderen guten Orten in der Türkei genauso lecker. Und er hat mich voll überzeugt, es war super lecker. Ihr habt den Tisch gesehen, er war komplett voll. Die Leute freundlich, der ganze Tisch, die füttern einen den ganzen Tag. Es fliegen Flugzeuge über den Tisch, dass alles vorbei ist. Adana, wir sind da. Angekommen beim Divan Hotel. Schauen wir rein. Sehr, sehr schönes Hotel. Wir checken jetzt in das Zimmer gleich ein. Das Hotel sieht sehr, sehr nice aus. Der Eingangsbereich, also wirklich schönes Hotel, ne? Reception, alles da. Ja, wenn das jemand ist, hätte ich einen Wagen geholt. Ich will runterspringen. Warum, Digga? Schmeiß mal dein Handy runter. Rhino Shield. Ja, Lukas, gib mal hier Roomtour kurz, Mann. Spiel dich nicht so auf, es ist nur ein Room. Diese Roomtour ist schon durchgeführt worden. So, Freunde, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da. Abonniert den Bre. Kuss geht raus. Freut euch auf die weiteren Videos. Saoji! Saoji! Zwölf Uhr mitternachts. Hahaha!